Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Könnt ihr eigentlich Klimmzüge? Einer der vielleicht wichtigsten Übungen auch im Bodybuilding. Obwohl man es natürlich mit einigen Maschinen ersetzen kann, ist der Klimmzug jedoch eine so elementare Übung, dass sie schon uns begegnet, sobald wir auf dem Spielplatz das erste Mal waren, im Kindesalter. Wir ziehen uns irgendwo hoch. In vielen anderen Sportarten wird auch ein Klimmzug benötigt. Es ist eine allgemeine Körperübung, sogar noch weitaus mehr als ein Liegestütz. Denn in der wilden Natur wird man den wesentlich öfters brauchen, wenn man sich mal irgendwo hochziehen sollte. Und so ist es für manch einen eine wirkliche Schande, wenn er keinen Klimmzug schafft. Er gehört ebenso zum deutschen Sporttest, Polizeitest, Bundeswehr und so weiter und sollte sicherlich auch im heimischen Fitnessstudio immer wieder Einkehr halten. Das Tolle an Klimmzügen ist, selten gibt es Leute, die im Bodybuilding Fortschritte machen, und damit meine ich wirklich Masse aufbauen, und mit dem Klimmzug so weit kommen, dass sie ihn irgendwann nicht mehr benutzen können, weil sie 20, 30 Klimmzüge machen. Wenn man sie korrekt macht, schafft man oft von Anfang seiner Bodybuilding-Karriere, wenn man nicht gerade zu viel Fettmasse am Körper hat, bis zum Ende ungefähr die gleiche Range. Und er zimmert immer ordentlich rein. Hier erfahrt ihr nun, wie ihr endlich einen Klimmzug schafft, solltet ihr bisher das nicht schaffen. Sollte es euch bisher vergönnt sein. Das heißt, ich werde euch nicht einfach nur sagen, trainiert doch erstmal an einer Maschine, denn das ist nicht die beste Trainingsmethode, wie ich es erst erfahren habe, als ich mit vielen Leuten daran trainiert habe. Denn ich muss sagen, ich komme von einem anderen Lager. Ich konnte es von Anfang an, weil ich immer eher zu dünn war. Ja, es liegt sehr viel am Körpergewicht. Und da ich damals 56 Kilo wog bei der gleichen Körpergröße, fiel mir ein Klimmzug recht leicht. Denn ich war nicht unbedingt unmuskulös. Ich war einfach dünn und nun ja, ansonsten konnte ich mich zumindest ein paar Mal hochziehen. Vor allem wird das Leute von euch betreffen, die relativ viel Körperfettmasse auch noch haben und deswegen einen Klimmzug nicht schaffen, obwohl sie sonst Ochsen sind und wirklich stark. So oder so, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und ihre Klimmzugleistung verbessern wollen, sofern sie unter 4 Wiederholungen liegt, jetzt die Tipps, wie ihr überhaupt erst dahin kommt. Wer schon 4 Klimmzüge oder mehr schafft, der sollte einfach nur dabei bleiben. Regelmäßig diese Übung machen und ihr werdet stärker. Genauso, wenn ihr natürlich ein komplettes Workout habt, also nicht nur auf Klimmzüge ausgerichtet, denn es gibt einige Hilfsmuskeln, die durch andere Übungen erst trainiert werden und diese Klimmzugleistung auch noch verbessern. So zum Beispiel ein stärkerer Bizeps. Ja, ein vernünftiges Bizeps-Training wird auch eure Klimmzugleistung irgendwann verbessern. Also im Prinzip einfach nur dranbleiben, komplett trainieren und Klimmzüge mit trainieren. Aber genauso auch andere Übungen. Latzugübungen, wo ihr etwas runterzieht an der Maschine oder sonst was. Gerne auch immer wieder im Kraftbereich und ihr werdet mehr Klimmzüge schaffen. Jetzt zunächst einmal der Grund, warum wir nicht unbedingt an einer Latzugmaschine trainieren können. Denn es gibt natürlich eine ganze Menge Maschinen, wo man sagen könnte, ich taste mich einfach vom Gewicht heran. Und ja, das würde auch irgendwann funktionieren. Wenn ihr erst mit 50 Kilo an einer Latzugmaschine trainiert, danach anschließend mit 60, irgendwann mit 70, mit 80, ja, dann werdet ihr immer stärker und dann werdet ihr auch irgendwann euren Körper hochziehen können. Dennoch könnt ihr das Ganze schneller machen. Das Problem ist nämlich, dass sich hochzuziehen irgendwo doch noch ein Unterschied ist zu sich einklemmen und etwas runterziehen. Es macht einen echten Unterschied aus. Und ihr müsst so nah es geht daran kommen, euch irgendwo hochzuziehen und nicht einzuklemmen und dann auch noch tendenziell mehr mit den Bauchmuskeln zu helfen und tatsächlich mit dem ganzen Körper ein wenig mitzurücken. Es kann nämlich sein, dass ihr dann ziemlich enttäuscht seid, obwohl ihr ungefähr das gleiche Gewicht schafft, wenn ihr dann den wahren Klimmzug machen müsst und es auf einmal doch nicht schafft, weil ihr einfach nur da hängt und keine Hilfe habt. Was zwar schon besser ist, allerdings auch nicht unbedingt so hilfreich wie das, was ich euch gleich sagen werde, sind diese Maschinen, die eine Unterstützung haben. Das heißt, ihr stellt hier ein gewisses Gewicht ein, aber aufgepasst, mehr Gewicht bedeutet nicht, dass jemand stärker ist, sondern hier ist es genau das Gegenteil. Umso mehr Gewicht ihr einstellt, desto mehr wird euch abgenommen, weil das das Gegengewicht ist. Das bedeutet, wenn ihr hier 40, 50 Kilo Gegengewicht macht, dann ist es wesentlich leichter für euch, euch da hochzuziehen, weil ihr euch hier drauf kniet und das Ganze bringt euch nach oben. So, der ein oder andere mag das in seinem Fitnessstudio haben und ja, auch daran kann man trainieren, aber auch das ist nicht so gut wie das, was ich euch zeigen werde. Und es gibt auch noch eine andere Art.
die ihr vielleicht kennt. Und das sind diese Gummibänder. So manch einer stellt sich da drauf, hängt das oben dran und auch dadurch wird ihm geholfen und er wird mit nach oben gezogen. Aber auch das ist okay, gibt aber Besseres. Und schon sind wir live an einer Klimmzugstange. Das Wichtigste, was ihr machen könnt, um es zu lernen, und selbst wenn ihr einfach noch viel zu viel Körpergewicht habt und nicht nur aus Muskeln besteht und noch nicht einen einzigen schafft und euch da hochquälen müsst, dann müsst ihr es schaffen, das so gut es geht zu simulieren. Ihr müsst einfach davon abhängig sein, einen zu machen. Und notfalls hängt ihr da erstmal nur ab und schafft nur eine Teilwiederholung. Aber was ihr vor allem machen könnt, und das ist eine der wichtigsten Dinge ebenfalls im Bodybuilding und eine der wichtigsten Lehren im Bodybuilding und generell Tipps, die ich schon in vielen Videos genannt habe, die Negativwiederholung. Ja, ihr habt einen positiven Teil, in dem der Muskel dann kontrahiert. Beim Bizeps Curl wäre es eben die ganze Hantel nach oben zu bringen, beim Bankdrücken wäre es sie nach oben zu drücken und so weiter. Und ihr habt einen negativen Teil, in dem das Gewicht wieder die Bewegung anführt und ihr nachlasst, kontrolliert. Und genau das werdet ihr alle irgendwie schaffen. Und das geht bei vielen anderen Übungen ebenfalls. Ich habe euch schon Bauchmuskelübungen präsentiert, wo nur die Negativwiederholung so enorm anstrengend ist, dass sie eure Bauchmuskeln zum Zerbersten bringt. Und genau das könnt ihr auch hier machen. Greift, springt mehr oder weniger hoch, geht gerne auf irgendein Podest drauf und haltet euch da oben, solange es geht. Und dann werdet ihr irgendwann runterkommen. Macht das öfters und das ist schon der Key-Faktor schlechthin. Genau damit, wenn ihr das oft genug macht, werdet ihr extrem schnell stärker und kommt so nah es geht am echten Klimmzug ran. Ich demonstriere euch das jetzt mal, zeige euch dann aber auch noch eine Alternative, wie es ein bisschen besser geht als hier. So, das hier hin. Halten. Und jetzt könnt ihr positiv, vielleicht nicht ganz hoch, aber hochhüpfen und nachlassen. Und hochhüpfen. Und langsam nachlassen. Wenn ihr da oben erstmal hängen bleibt, macht das. Gerne 2-3 Sekunden, nicht zu lange. Dann sieht das Ganze wieder so aus. So sehen zum Beispiel Klimmzüge aus, nur ohne Züge, also klimmen. Aber doch eben lang genug und dann wieder nachlassen. Und das so oft ihr könnt. Wenn ihr das 5, 6, 7 Mal wiederholen könnt, macht das. Diese Negativwiederholung ist schon ein Teil der Miete. Jetzt müsst ihr nur noch irgendwann zur positiven kommen. Aber das bringt euch wesentlich näher ran. Hier könnt ihr das sogar noch besser machen, um in die Klimmzüge einzusteigen. Denn wenn man das manchmal kalt macht, ja, dann kann es schon mal gut an die Sehnen gehen, gerade vom Bizeps. Hier werdet ihr jetzt ein Gefühl dafür entwickeln, wie ihr euch helft. Ihr seid euer eigener, man kann sagen Spotter oder euer eigener Trainingspartner. Was macht normalerweise ein Partner? Er nimmt euch einen Teil des Gewichtes ab. Aber das Tolle an einem Partner ist, wenn er es richtig macht, er variiert immer die Anzahl der Kilogramm, die ihr abnimmt, also die Höhe des Gewichts. Beim Bankdrücken zum Beispiel, wenn ihr gar nicht mehr könnt, nehmt ihr euch ein bisschen ab. Vielleicht nur ein, vielleicht nur 1,5 Kilo, sodass ihr ein bisschen weiterkommt. Lässt eure Kraft noch mehr nach, übernimmt ihr 2,5, 3, 3,75, 4. Und wenn es gar nicht mehr geht, übernimmt ihr relativ viel. Aber er kann das Ganze variieren und euch richtig quälen. Und das könnt ihr hier mit dieser Methode ebenfalls. Ihr müsst nur lernen, wie und ihr müsst euer größter Feind sein. Ihr müsst euch wirklich quälen und nicht fuschen. Hier könnt ihr euch dranhängen. Ihr könnt einen echten Klimmzug machen. Meine Beine berühren nicht den Boden. Aber, und jetzt kommt's eben, ihr könnt euch leicht abstoßen. Meine Beine sind jetzt auf dem Boden, aber ich drücke mich noch nicht ab. Die liegen nur locker auf. Jetzt kann ich mich natürlich auch ein bisschen nach oben drücken. Gerade so viel, wie ihr benötigt, um hochzukommen. Vielleicht schafft ihr es auch so, indem die Beine nur aufliegen. Das sind dann vielleicht 20-30% von eurem Körper weniger. Wenn ihr euch ein bisschen mehr aufdrückt, und dann seht ihr, könnt ihr das Ganze ein wenig steigern und euch ein bisschen hochdrücken. Aber, und jetzt kommt's wieder, habt ihr euch einmal bis hierhin hochgedrückt mit den Beinen, lasst die gerne baumeln und kämpft wieder gegen an, runterzukommen. Helft euch wieder hoch, kämpft wieder an, runterzukommen. Und das pumpt euch mächtig auf. Selbst die Leute, die Klimmzüge drauf haben, probiert mal diese Methode und macht damit gut 20, 25 Wiederholungen mit echtem Fokus auf euren Latt. Und ihr werdet schon so einen Pump haben und mit einem tollen Pump starten, wenn ihr echte Klimmzüge macht. Haut richtig rein,
bis hin zu natürlich echten Klimmzügen daran zu machen. Das ist die beste Methode, um Klimmzüge zu lernen. Und gerade hier möchte ich euch jetzt sehen, die ihr keine 4 Klimmzüge schafft, um das zu trainieren. Ja, das gilt für alle, die das nicht schaffen. Zu schwach dafür? Genau das machen. Viele Frauen haben oft das Problem, keine richtigen Klimmzüge zu schaffen. Trainiert es damit und ihr werdet es schaffen. Aber vor allem übergewichtige Leute, wenn ihr nah dran seid. Ich rede jetzt nicht von Trainingsanfängern, die 90 Kilo Übergewicht haben. Nein, dann seid ihr zu weit davon weg und holt euch wahrscheinlich auch noch was an den Sehnen. Aber wenn ihr es irgendwie lernen wollt, in anderen Übungen bereits schon stark seid, das lange macht, aber verdammt nochmal nicht den Klimmzug schafft, mit dieser Methode werdet ihr besser und besser und besser. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es sich entwickelt und auch an die Erfahrenen, die mehr Klimmzüge schaffen. Wie fühlt sich diese Übung an? Wie fühlt es sich an? Schafft ihr auch damit, eure Klimmzugleistung zu verbessern? Das war der Klimmzug-Tipp heute. Dann gehört ihr auch bald zum Club der Klimmzieher. Wenn das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert natürlich den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und schaut euch auch mal die anderen Videos an. Hier gibt es ganze Rückentrainings, wo ihr mal sehen könnt, wie ich Latzug und Klimmzüge einbaue. Wie zum Beispiel hier. Guckt euch das Ganze mal an und dann könnt ihr mal so ein ganzes Rückentraining nachtrainieren, wo der Lat nicht zu kurz kommt. So, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.